Wahlforschung, Kollers Tagebuch. Hm. Your need, whatever you like. Wie ihr wünscht. Oh, sehr viele schöne Zauber. Diese Lagerkarte von Lianen, Geschichtsbücher und religiöser Texte konzentrieren sich auf Totenbeschwörung und Baals Religion und Prophezeiungen. Viele Informationen sind hier gesammelt, doch keine davon ist wirklich relevant für dich. Hm. Dieses Tagebuch umfasst die letzten 6 Monate. Einige Einträge erscheinen wichtig. Es und ich hatten letzte Nacht ein langes Gespräch, wahrscheinlich Sarivok. Alles, was er gesagt hat, ergibt so viel Sinn. Ich bot ihm meine Familiengruft als sicheren Unterschlupf und er nahm mein Angebot an. Die alten Motive der Toten 3 erscheinen jetzt besonders passend. Ich meditiere oft bei dem Symbol von Baal und denke über seine Lehren nach und darüber, wie sein Einfluss in das Land zurückkehrt. Heute erwähnte es, dass seine Pläne schnell voranschreiten. Er wird 1 oder 2 Wochen lang fort sein und ein altes Grab irgendwo in der Nähe von Brückenfort erforschen. Ich verfüge nicht über dieselben Führungsqualitäten wie er, doch ich sollte in der Lage sein, mich um die Anhänger zu kümmern, während er fort ist. Letzte Nacht sagte mir es, dass das Fundament für die nächsten Pläne, seine nächste Phase seines Plans gelegt sei. Er zieht in ein neues Quartier beim Eisenthron. Ich werde unsere Gespräche vermissen, doch ich bin froh, dass er die Anerkennung erhält, die er verdient. Er wird das Antlitz der Schwertküste verändern, wenn er sein Geburtsrecht erst einmal beansprucht hat. Durch ihn werden alle die Macht von Baal kennenlernen. Ich habe erfahren, dass es getötet wurde. Ich kann es kaum glauben. Ich hätte nie gedacht, dass irgendjemand dies zustande bringen könnte. Ich weiß nicht, was ich als nächstes tun soll. Ich werde wohl erst einmal die Anhänger schützen und mich vor der flammenden Faust fernhalten. Der Kreuzzug hat es unmöglich gemacht, die Stadt zu verlassen. Wegen all der Flüchtlinge wurden an jedem Tor Wachen aufgestellt. Eine verhüllte Person hat mich gestern kontaktiert, also eine verhüllte Person. Um eine hohe Summe Geld geboten, wenn ich Sarivoks Schwert stehen und es seinen Agenten in Adkatla liefern könnte. Das Geld könnte ausreichen, die Wachen zu bestechen, sodass wir die Stadt verlassen können. Ich habe zugestimmt, ich hatte keine andere Wahl. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, ist das nicht sogar Irelikus selber gewesen, der das Schwert besessen hat? Puh. Ich weiß auf jeden Fall, in Baldur's Gate 2 taucht Sarivoks Schwert auf. Und ich glaube, das ist sogar im Irenikus-Dungeon. Da müsste das Irenikus gewesen sein. Ich habe mit der Hilfe meiner Verbündeten Sarivoks Schwert aus dem Herzogpalast gestohlen. Ich wünschte, ich könnte es selbst behalten, aber sein Verkauf würde uns die Flucht ermöglichen. Wir müssen uns gut überlegen, wie wir es sicher für seine Reise nach Vaukens Promenade in Ankatla verstauen. Anscheinend sollte das Blut besser nicht abgewischt werden. Ja, da wollte jemand Sarivoks Blut, oder mein Blut besser gesagt, das auch Sarivoks Schwert hinterlegt ist. Kettenzauber. Ja, jetzt kann er auch Kettenzauber. Geheimes Wort. Wenn dieser Zauber gegen ein Wesen eingesetzt wird, bannt er einen Schutz vor Zaubern des 8. oder eines niedrigen Grades, das auf dem Wesen liegt. Hm. Worum geht es, wie ihr wünscht? Ach ja, das kann schnell mal Safana übernehmen. What? Yes, dear. Na, nicht hier drüben hin. Hier hin muss sie. Dum-di-dum-di-dum. Er platziert den zerbrochenen Teil des Stabes auf dem ausgetrockneten Überrest im Sarg und ein verstecktes Fach öffnet sich. Einige Edelsteine fallen heraus. The comfort of the underground. I know it well. Das ist unser Geist. Jetzt kann ich wieder in Frieden ruhen. Danke, Sterblicher. 3000 Erfahrung. Und jede Menge Edelsteine.
Ja? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. You did it! I knew you would! I wish I could have helped you out, but my magic still needs some work. A lot of work. Ihr habt es geschafft. Ich wusste, dass ihr es schaffen könnt. Ich wünschte, ich hätte euch helfen können, doch meine Magie ist noch nicht ausgereift. Noch lange nicht. Ihr sagtet, Herzogin Janata wollte, dass ihr nach Papieren und Büchern sucht, richtig? Ich habe das hier in Corlas Zimmer gefunden. Das Wichtigste ist, dass wir siegreich waren. Wir sind beide in Sicherheit. Eure Hilfe war nicht nötig. Nehmen wir das this erste. This is exactly the sort of thing I was looking for. Thanks. I'll tell Duke Janath you found these when we get back to the palace. Genau da habe ich gesucht. Danke. Ich werde Herzogin Janata berichten, dass ihr das gefunden habt, wenn wir zurück im Palast sind. The Flaming Fists and I are gonna head back upstairs using the rope we found. It's just south of here. It takes you right up to the entrance. We'll meet you there when you're ready to leave. Die flammende Fäuste und ich begeben uns mit dem Seil, das wir gefunden haben, wieder nach oben. Es ist direkt südlich von hier und bringt euch direkt wieder zum Eingang. Wenn ihr soweit seid, trefft uns dort. Oh. Ein Haufen Erfahrungspunkte. Ja, aber das nächste Level ab ist ein Stück weit weg. Ja. Und ich fange, glaube ich, mal an, Leute Zeug ablegen zu lassen. So auch näher. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. So, jetzt müssen wir noch dem Geist hier. Ihr Hornochsen, was habt ihr denn geglaubt, was ihr tut? Ja, dort Zeug lassen wir mal. Aber jetzt werden nämlich die Gefährten ein bisschen durchgemischt. You return, and all is silent again. I give you this. As a living man, it was among my most prized possessions. Now it is useless to me. Now return from whence you came, and I shall return once more to my grave, to darkness. Ihr seid to dust. Achso. Ihr seid zurück und es ist endlich wieder ruhig. Nehmt das hier. Als Lebender war dies einer meiner wertvollsten Besitztümer. Nun ist es nutzlos für mich. Kehrt an den Ort zurück, von dem ihr gekommen seid, und ich kehre mein Grab zurück in die Dunkelheit, den Staub. Mittlerer Schild. Schild von Ekons. Rüstungsklasse. Untote Bannen. Mindeststärke 12. Ja, Vikonia hat nur 10. Die Mumie und ich haben unsere Angelegenheiten geklärt. Das heißt, ich kann sie auch noch ausrauben. Hey there. Yes, dear. Take care, hero of Baldur's Gate. You are not like these others. They love you now because you serve their purpose. Should that change,
They will turn Wie kann on ich you helfen? As certainly as the dawn follows night. Okay, eine Robe des Reisenden und zwei ja? davon. Wie kann ich helfen? Ich werde mich im Handumdrehen darum. Okay, und wie Kodia sagt, passt auf euch auf, Hilfe, weil es tatsächlich wie die anderen. Sie lieben euch jetzt, weil ihr ihrem Zweck dient. Sollte sich das ändern, werden sie sich gegen euch wenden. Das ist so sicher, wie dass der Morgenout auf die Nacht folgt. Ich hoffe, dass wir Nera zum Beispiel bald schnell wiederfinden. Und andere auch. Worum geht es mal sehen. Mal? Ich mache jetzt hier sicherheitshalber mal einen Save. Let's Play Prolog Ende. So, und da benutzen wir. Me, or is it a little damp in here? Kommt mir das so vor, oder ist hier etwas feucht? Ja, ihr braucht nur zu fragen. I guess this is it. We've done what we came to do. Time to head back to the palace for a well-earned rest, don't you think? Ich denke, wir sind hier fertig. Wir haben getan, wofür wir gekommen sind. Zeit, zurück zum Palast zu gehen und uns eine wohlverdiente Pause zu gönnen, oder? Ja, gehen wir zurück zum Herzogpalast. Thank you, gods, it's done. Der Götter sei Dank, es ist vollbracht. It's over. It's finally over. Saravok's allies are all dead or awaiting the news. What will you do now? Es ist vorbei, Brenoir. Es ist endlich vorbei. Sarivoks Verbündete sind alle tot oder warten auf den Strick. Was werdet ihr nun tun? Was immer auch die Stadt und die Schwertküste von mir verlangen. Erstmal werde ich eine Woche lang schlafen und dann noch eine Woche und dann einen Monat und danach mache ich vermutlich ein Nickerchen. Was ich schon immer getan habe, nach neuen Wegen suchen, mehr Macht anzuhäufen. Erstmal schlafen. I'm glad you're all right. I worry about you. Ich bin froh, dass es euch gut geht. Ich mache mir Sorgen um euch. Ich sorge mich auch um euch. Wenn ich euch verlieren würde, ich weiß nicht, was ich da tun würde. Nein. Ich habe sie ganz am Anfang gleich zurückgelassen, weil sie mir auf Keks gegangen ist, also meinen Baden. Ich bin auch froh, dass es mir gut geht. Oder nicht ganz am Anfang, ich habe sie ja gegen Safana getauscht. Ich bin auch froh, dass es mir gut geht. Ich mache mir auch Sorgen um mich. Ich verschwende Zeit und Energie mit unnötigen Sorgen. Ich kann auf mich selbst aufpassen. Nehmen wir einfach mal die zwei. Könnt ihr denn irgendetwas ernst nehmen? Vielleicht, obwohl ich hoffe, dass ich das niemals muss. Naja, ich bin im Bade. Warum alles auf Torien würde ich das wollen? Dies ist eine Welt der Sinnlosigkeit. Es gibt auf ihr nichts, was ich ernst zu nehmen lohnt. Und wenn doch, dann ist es das etwas, auf das ich nicht stoßen will. Warum alles auf Torien würde ich das wollen? Manchmal weiß ich nicht, warum ich mit euch rede. Ich weiß es wirklich nicht. So, damit haben wir wohl den Prolog abgeschlossen. Kulash is defeated, and the last of Saravok's influence died with her. Your foster father, Gorion, has been avenged. With the exception of your friend Imowen, those who helped you thwart your half-brother's schemes drift away from you, returning to their lives. For the first time since you left Candlekeep, you have the opportunity to reflect on the astonishing turns your life has taken. Though you are fettered by the rulers of Baldur's Gate, a sense of unease plagues you. You can't help but hear the rumors, the whispers that you share the same dark blood as Saravok. Some hint you killed your half-brother, not for the good of the city, but so you could usurp his place and his power. For the moment, however, your persecutors' voices are drowned out by an ever-growing number of others with more immediate concerns. Every day, more refugees driven from their homes by the servants of Kaelar Argent arrive at the city gates. Many have stories of the Shining Lady's grace. All have tales of her followers' wrath. A 10-day after Korlaj's defeat, you retire to your chamber in the Ducal Palace, your thoughts troubled.
You wonder what effect Kalar's crusade will have on Baldur's Gate, little knowing how close at hand the answer is.